Willkommen bei Gartenbob, unser preiswertes Randgerüst. Ob nun für Bohnen, die habe ich hier hinten gepflanzt. Vorne ist ein neuer Wein. Ja, wenn der Wein natürlich groß ist, kommen dahinter keine Bohnen mehr. Aber so, wir haben hier ein paar alte Holzstaken. Ja, kann man auch irgendwo sammeln, wenn man, wir haben hier Haselnüsse, ausästet. Oder man guckt mal irgendwo, wo Bäume geschnitten werden. Die müssen ja nicht alle gleich aussehen. Hier sind, das ist eine Sorte, da ist ein Haselnuss, das sehe ich noch an der Pelle. Hier, das ist irgendwas anderes. Und damit die werden ja unten jetzt unten wegfallen, haben wir hier etwas dickere Zusatzpfeiler reingeklopft, damit die noch Halt kriegen. Und jetzt habe ich hier, das ist, wir holen ja mal Stroh für unsere Tiere. Und das ist wetterfester Bindfein. Ja. Die haben einfach bloß zusammengebunden. Ja, hier oben auch. Muss man allerdings immer mal, die sind ja nicht UV-beständig, immer mal nachbinden. Ja. Schöner würde es natürlich aussehen jetzt mit Hanffaden oder so weiter, aber die verwittern dann zu schnell. Ja. Und wenn der Wein nachher groß ist, dann sieht man sie sowieso nicht mehr oder unsere Bohnen, die dann hier drüber weghängen. Ja. Also preiswerter geht es nicht. Einfach bloß zusammengestellt. Ja. Jeder kennt das von einem Indianer-Tipi, wenn oben die Stecker da so rausgucken oder von einer Jorte. Ja. Da kann man jetzt nun keine Gebrauchsanweisung groß geben. Oben eine quer. Ja. Hier zum Gegensatz, das steht ja nun schon eine Weile, kommen unsere Himbeeren gleich noch mit hoch. Ja, auch bloß, das muss nun nicht alles immer so exakt gerade sein. Ja. Wer das will, na, der muss sich dann alles perfekt zusammenkaufen mit Holz. Aber wir machen ja alles naturnah, wie hier das Hochbeet, was gleich hier, das Mini-Hochbeet aus Naturstoffen. Ja, nachhaltig. Ja. Es macht nicht viel Mühe, kann auch einer alleine zusammenbauen. Immer erst eine so eine starke Rand, die hält ja dann alleine, die nächste und so wie die oben zusammengebunden ist, steht das schon von alleine. Und wenn die sich ein bisschen neigt, aber so wie oben die Querstrebe draufkommt, kann man sie wieder gerade machen, festbinden, fertig. Wer jetzt Weintrauben hat, wir haben die Erfahrung gemacht, und dann kommen die Waschbären und ernten, und wenn hier zwei Waschbären rum, oder haben zwei Waschbären rumgetornt, bup, lag es natürlich um. Jetzt ist es natürlich so stabil mit Stützen gemacht, dass es nicht umfallen kann. Wir haben darum die dicken Halterungen. Da, wo keine Waschbären rumturnen auf den Gerüsten, da braucht er das nicht so stabil zu bauen. Aber wir mussten dann natürlich nochmal richtig mit dicken Stämmen unten nachsetzen. Jetzt können die Waschbären hier nachts rumturnen und Weintrauben ernten. Ja. Wir nehmen die bloß zum Naschen, also können wir uns die mit den Bären teilen. Ja. Also man sieht, ich kann hier wackeln, selbst wenn es ein bisschen hier um hin und her schubbelt, das ist nicht so wild. Ja. Und nun kann alles wachsen, hier die Beeren, da der Wein. So, das sieht jetzt hier aus wie blanke Wildnis, weil eben alles komplett grün ist, ist es aber nicht. Hier wächst jetzt zum Beispiel unser Pfefferminztee. Der sieht genauso grün aus wie unsere Brennnesseln, die wir dann auch noch ernten. So, hier haben wir mal ein Mischgerüst, hatten wir ein paar Latten über, hier haben wir jetzt uns das ganz einfach gemacht. Ein paar Rohre in die Erde gemacht, ohne Fundament. Man kann auch die Erdspieße kaufen, aber wir haben die Rohre genommen wie hier. Hier hatten wir noch eine alte Latte über, die wir nicht brauchten. Ja, und Querholz war wieder hier unser gebrauchtes Ausschnittholz. Ja, und wenn, wie man sieht, wenn die Beeren dann hier hochwachsen, hier wachsen ja schon die neuen, dann ist das Gerüst nachher fort. Ja, wenn die Brennnesseln geerntet sind, dann kommt hier, da wachsen noch Himbeeren zwischendurch, die kommen dann hier hoch. Wer natürlich keine Brennnesseln erntet, der braucht auch keine anbauen, aber wir machen das. Ja, kann man Brennnesselschipse draus machen oder man lässt sie trocknen, Tee oder kann so noch mit an Spinat mit dran machen oder überhaupt an andere Gerichte. Natürlich beim Ernten würde ich empfehlen, Handschuhe anzuziehen, und wenn man die heiß abgebrüht hat oder abgespült hat, dann brennen sie nicht mehr. Da braucht keine Angst haben. So, ansonsten auch bloß wieder mit Faden zusammengebunden, wie man sieht hier. Hier haben wir mal eine Schraube reingemacht. Ja. Also man sieht so eine Naturecke wie Gundermann zum Beispiel, hier unten alles durcheinander. Das kann man auch essen, als die Wurz nehmen, Salatpflanze. Ja. Und man, dazwischen wachsen eben auch schon wieder hier Himbeeren. So, einfacher geht es nicht. Man muss immer daran denken, es wächst ja komplett zu, man sieht es nicht mehr. Und ist wieder nachhaltig, hat weiter nichts gekostet. Ja, kann man doch den Euro für was anderes ausgeben, anstelle für ein Ranggerüst. So. Das war es jetzt in Sachen nachhaltig oder einfache, preiswerte Randgerüste nachbauen. Bis zum nächsten Mal.